Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo. Heute kochen wir was aus der Provence. Wir haben heute auch wieder jemanden zu Gast. Die Claudi ist da und ich bin mega gespannt. Es wird bestimmt sehr, sehr informativ auch für euch. Und Leute, bleibt dran, bis gleich. Ne? Ciao. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Claudia, schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Ich grüße dich, wir machen mal hier doppelt. Bam, genau. Claudi, endlich hat's geklappt. Wir wollten eigentlich letzten Herbst schon miteinander kochen. Aber wir sind da irgendwie nicht zusammengekommen. Warum auch immer, ist egal. Heute bist du da, ich freue mich riesig. Und die Claudi kennen wir auch schon ziemlich lange. 2004 hast du recherchiert, oder? 2003. So, ja. Und auch bis jetzt nicht aus den Augen verloren. Nee. Wahnsinn. Cool. Ich freue mich, wie gesagt, kannst du nochmal wiederholen. Riesig, dass du heute dabei bist und dass wir heute zusammen kochen. Und zwar, vor uns gab es einen Gong vom Robert. Mensch, Rizzo, du musst mal am Anfang sagen, was es heute zum Essen gibt oder was gekocht wird. Ich weiß nie, was du hier jeden Tag auf den Teller bringst. Also Robert, extra auch nochmal für dich, mein Lieber. Robert, wir machen heute einen wunderbaren, zarten, rosa Lammrücken mit einem Provence-Gemüse und einem Kartoffelgratin. Klingt das gut? Claudi. Das passt. Du bist dabei? Ja. Du bist fit? Ja. Dann lass uns ganz einfach anfangen. Wir haben uns ausgemacht, dass du dich um das Provence-Gemüse kümmerst. Mhm. Das heißt, Telefone aus, Paprika, Fenchel, Zucchini, Zwiebel, Knoblauch. Das wird jetzt erstmal dein Part sein. Ne? Ja. Die Vorgehensweise zum Anschwitzen unseres Provence-Gemüses machen wir dann hier im Wok. Eine ziemlich schnelle Geschichte auch, aber das Schneiden, das Vorbereiten, das Schnibbeln, das braucht natürlich seine Zeit. Ich werde mich in der Zeit um das Kartoffelgratin kümmern. Mhm. 40 Minuten brauchst, deswegen ist das die Challenge, die am längsten dauert heute bei unserem Gericht. Und der Lammrücken geht ratzifatzi, den werden wir rückwärts garen. Das heißt, erstmal bei 80 Grad in den Ofen rein, okay, aufs Gitterrost und dann kurz auf der heißen Grillplatte mal links, rechts anbrutzeln, Röstaromen schaffen, würzen, ordentlich Pfiff geben. Und Leute, wenn ihr nicht verpassen wollt, was der Rizzo immer mit seinen Gästen so kocht, dann abonniert einfach den Kanal. Ich würde mich riesig freuen, weil dann verpasst ihr auch ganz einfach keine Folge. Gut, legen wir los. Geht los. Und zwischendurch machen wir ein bisschen Schnack, 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 oder? Okay. Erzählen wir mal, wo die Claudi herkommt, wo wir uns getroffen haben, was sie jetzt so macht. Also da ist wirklich viel Interessantes dabei. Genau. Eine Schüssel für den Bioabfall gebe ich dir. Mhm. Und ansonsten hast du ja ein großes Brett, wo du im Prinzip das Gemüse, halt gesondert hinlegen kannst. Ne? Mhm. Also alles Suppen rein am besten. Okay. Beim Fenchel heben wir uns die Fencheltriebe im Prinzip auf. Die nehmen wir dann zur Dekoration, die legen wir uns einfach beiseite. Mhm. Fenchel halbieren der Länge nach. Das Äußere kannst du ruhig wegnehmen, das sieht halt nicht schön aus, ist auch noch derb. Mhm. Von daher die äußeren Knollenblätter halt hier weg, halbieren und mit dem Keilschnitt im Prinzip den Strunk rausschneiden. Und dann schneiden wir den in kleine Würfel. Gut. Das heißt, Würfel ungefähr, ich sage jetzt mal, ja, so Daumennagelgröße. Ja. No? Paprika ist klar, Länge nach halbieren, Kerngehäuse raus, dann auch so in Daumennagelgroße Würfel. Zucchini, dasselbe Spiel, Stiel ab, Blüte ab, halbieren, mhm, vierteln, mhm, Kerngehäuse raus, mhm, damit das Gemüse auch richtig schön knackig bleibt. Genau. Und bei der Cayenne-Schote schauen wir dann mal einfach. Okay. Muss man erstmal testen, wie scharf die ist. Ne? Und Zwiebeln schälen, Knoblauch, das denke ich mal, brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erklären, weil du kochst mit Sicherheit zu Hause auch, oder? Täglich. Täglich? Täglich. Außer heute.
Außer heute. Außer heute. Nee, doch, was schon, essen aber dann, in einer anderen Küche. Was essen dann deine Männer heute? Die gehen heute zur Oma. Die gehen heute zur Oma. Mhm. Da gibt es auch immer leckeres Essen, oder? Genau. Gut, also fangen wir an. Claudi, ich schäle Kartoffeln. Du beginnst mit dem Gemüse. Und ja, zwischendurch können wir ja trotz alledem auch uns unterhalten. Genau. 2003, Claudi. 2003, da bin ich aus der Schweiz gekommen, genau. Du hast in der Schweiz gearbeitet, gelebt? Gearbeitet und gelebt, genau, 3 Jahre. Was hast du gemacht? Wo warst du? Was ich hast war du in der Gastronomie. Ach, so ein Zufall, oder? So ein Zufall. Ja, genau, ich war in der Gastronomie. Hab in einem ganz einfachen Restaurant angefangen. Also ich habe vorneweg als Verkäuferin in Deutschland gearbeitet. Wollte mich halt finanziell ein bisschen verbessern. Und habe dann von einer Freundin den Tipp gekriegt, versuch's doch mal in der Schweiz. Und habe das einfach umgesetzt. Habe dann innerhalb kurzer Zeit angerufen, hatte ganz schnell eine Adresse, wo ich mich vorstellen konnte und bin dann in die Schweiz gefahren und habe dort, wie gesagt, in einem ganz einfachen Dorfrestaurant gearbeitet, als Serviertochter, sagt man in der Schweiz. Ah. Genau. Habe zwar nichts verstanden, aber... Welche Ecke warst du? In Adelboden, im Berner Oberland. Ah, im Berner Oberland. Genau. Ja, und das hat sich dann 3 Jahre so von Saison zu Saison hingezogen. Und hat es Spaß gemacht? Ja, oder? Ja, mega Erfahrung, natürlich. Das mit der Sprache, das hat relativ schnell geklappt, weil auch alle mit mir eben Schweizerdeutsch gesprochen haben. Ja, schönes Schweizerdeutsch. Da lernst du das am besten, ne? Ja, na klar. Gutes Geld verdient, hat Spaß gemacht. Also kann man nur jedem empfehlen, glaube ich, mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und mal was anderes zu sehen. Absolut. Ja. Und im Endeffekt ging es mir, ja, genauso. Ne? Also im Endeffekt die gleiche Story, trotz alledem. Ne? Also nach der Lehre schon noch ein bisschen unterwegs gewesen, aber dann auch recht zeitnah den Weg gewählt, dort mal eine Wintersaison in der Schweiz zu verbringen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat ihn definitiv auch geprägt. Ne? Ja. Wo warst du? Ich war in Arosa, Graubünden. Mhm. Genau. Ja, und dann, was hat dich wieder nach Hause getrieben, Claudi? Sag's mir. Ganz ehrlich, die Familie, ein bisschen Heimweh. Also in der Schweiz bist du einfach trotzdem, ich will es nicht Ausländer sagen, aber ein bisschen Außenstehender. Und das dauert schon wahrscheinlich sehr, sehr lange, bis man da richtig Familie hat. Und, aber mich hat die Familie, dadurch, dass ich einen sehr, sehr guten Draht zu meiner Familie habe, die hat mich einfach wieder nach Hause beordert. Genau, und bin dann Ende 2003 wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja. Und dann kam der Zeitpunkt, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Genau, ich habe gedacht... Weißt du noch, wie das zustande kam? Gab es da einen Anruf oder gab es eine Blindbewerbung oder weißt du das noch? Nee, also ich bin nach Deutschland zurück und irgendjemand hat gesagt, bewirb dich mal ein Paparazzi, ich glaube, die suchen Leute. Na, habe ich gedacht, mache ich das mal. Und dann habe ich angerufen und habe mich vorgestellt bei dir. Genau, und dann bist du im Restaurant quasi als Restaurantfachfrau. Mhm. Genau, im Restaurant oder im Saal, zu guten alten Zeiten im Saal an der Bar oder genau. Gekellnert. Ja. Kann ich mich noch gut an die Zeit erinnern, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das war schon schön. Genau, Claudi, dann waren wir quasi in Niebo. In Niederbobritsch, Nachbarn. Tür an Tür. Coole Sache, wir haben ein bisschen rumgegärtnert dort, ne? Ja. Alles frisch. Schöne Tomaten, Bio. Paprika, Kartoffeln, oh, alles herrlich. Frische Eier. So wie man das. So wie eben auf dem Land, ne? Auf dem Land kennt und auch lebt halt, ne? Ja. Genau. So, jetzt bin ich gleich durch mit dem Kartoffeln schälen. Oder 2 hab ich noch. Ist auch eine schöne, sind wir wieder bei der meditativen Arbeit. Mal eine schöne Kartoffel schälen. Sich nett unterhalten. Oder einfach nichts machen und Kartoffeln schälen. Am besten wie in der Lehre. Mal so 50 Kilo. Kann man machen. Gut, Claudi.
Was habt ihr an Tieren bei euch auf dem Hof jetzt? Zurzeit? Ja. Zurzeit haben wir Schafe, Kamerun-Schafe, ganz kleine. Ein paar Hühner noch, ein Hund und eine Katze. Ach, ein Hund, stimmt. Einen Hund hatte ich letztens gesehen, wo ich mal zu Besuch bei euch war. Ja. War ich beim Jens gewesen. Mhm. Tischlermeister, ne? Genau. Tischlermeister. Genau. Wir arbeiten und wohnen an einem Ort. Das hat Vorteile und auch Nachteile, oder? Alles mehr Vorteile. Mehr Vorteile. Mehr Vorteile. Also ich kann nur sagen, damals, wenn du am selben Ort wohnst, wie dein Geschäft ist, bist du natürlich immer präsent. Immer präsent. Ja. Und hast natürlich nie so den Augenblick, wo man mal so abschalten kann halt, ne? Genau. Aber egal, so soll es sein. Alles gut. Alles in Ordnung, alles okay, ja. Du bist schon weit voran. Gemüse läuft bei dir? Läuft. Ganz kurze Erklärung hier zum Kartoffelgratin. Ich mache das hier in einer Auflaufform. Die Auflaufform, die butter ich erstmal aus. Dann nehme ich mir hier ein Küchenkrepp daher. Streiche mal hier ein bisschen Butter auf. Tue die schön mal ausbuttern, die ganze Geschichte, damit das Kartoffelgratin da nicht anhängt. So. Dann wäre ich jetzt hier die Kartoffeln. Kartoffeln habe ich hier vorwiegend festkochende Kartoffeln gewählt. Ne? Wenn ich jetzt hier mehlige nehmen würde, hätte ich dann im Prinzip ein Püree in meinem Gratonblech. Aber ich möchte natürlich auch noch den gewissen Biss von dem Gratin haben. Deswegen halt hier die vorwiegend festkochende Kartoffel gewählt. Gut, also schön ausbuttern, wichtig. Und dann schnappe ich mir die Kartoffeln und schneide mir die hier in schöne Scheiben. Das heißt, ich werde sie halbieren. So. Ich muss das mal wieder hier vorne hinsetzen und dann werden wir die hier schön in das Blech einschichten. Also immer schön halbieren, schneiden, bam, 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 bam. Je dünner ihr schneidet, umso besser ist. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Reibe machen, gar keine Frage. Aber ich mag es lieber mit der Hand geschnitten. Genau, Claudi, was geht dann jetzt sonst so bei dir? Was machst du in deinem beruflichen Alltag? Ja, dort arbeiten wir ja auch zusammen. Bitte? Ne? Dort arbeiten wir auch zusammen. Ja, genau. Ne? Genau. Ich bin Vermögensberaterin seit 2008 im Hauptberuf, also hauptberufliche Vermögensberaterin. Nachdem ich ja in der Gastronomie war, musste dann irgendwann mal eine Perspektive her, sage ich jetzt mal so. Und habe in unserem oder in Paparazzi dann einen Berater kennengelernt, der mich dazu gebracht hat. Ich war am Anfang nicht so begeistert, weil ich gedacht habe, Vermögensberatung, okay. Aber letzten Endes ist es so, dass es verdammt wichtig ist und es ich auch relativ schnell erkannt habe. Und bin jetzt, wie gesagt, seit 2008 hauptberufliche Vermögensberaterin. Das ist ja der Punkt, ne? Was stellt man sich darunter vor, Vermögensberater? Da kommt vielleicht schon mal der ein oder andere Spruch von den Leuten, du, ich habe eh kein Geld, da, wozu brauche ich dich da? Also, weißt du, wie ich meine? Ja, genau, na, das kommt recht häufig. Aber letzten Endes ist es so, hast du ein Auto? Natürlich. Hast du eine Wohnung? Absolut. Hast du ein Girokonto? Mehrere, ja. Krankenversicherung? Natürlich. Siehst du, da hätten wir schon einige Ansätze, worüber man reden kann. Aber deshalb geht es nicht immer darum, nur viel Geld zu verwalten oder zu beraten, sondern einfach um, also mein Anspruch ist einfach der, ein Ansprechpartner zu sein in finanziellen Angelegenheiten, ein vertrauensvoller, angenehmer, zuverlässiger Berater. Ja, dadurch, dass du natürlich, also hatten wir uns vorhin so drüber unterhalten, bei einem Kaffee im Sonnenschein draußen,
bist du ja noch aktiv als... Was? Faschingsprinzessin? Naja, im Bobrücher Faschingsclub, genau. Ich glaube, der ist auch legendär, oder? Was so Faschingsveranstaltungen betrifft. Also ich kann mich noch gut erinnern an die damaligen Faschingsveranstaltungen. Genau. Wir hatten mal eine Phase, da war es nicht ganz so legendär, aber die letzten Veranstaltungen waren immer ziemlich voll. Da sind wir eine ziemlich dufte Truppe. Also wir sind so aktiv 15 Mitglieder aus ganz unterschiedliche Talente, sag ich immer. Ich bin sehr, sehr froh, weil das ist einfach so ein Ausgleich. Für mich auch, ne? In der Freizeit ist irgendein Ausgleich, wo man einfach mal sein kann, wie man... Also man kann einfach auch mal blödeln. Man kann einfach mal aus sich raus, man kann einfach mal... Und das macht mit den Leuten, wie wir da jetzt zurzeit sind, echt viel, viel Spaß. Und ich hoffe, das geht noch weiter so oder fängt irgendwann mal wieder an. Das wäre echt cool. Und da seid ihr, das hast du letztens gesagt, wann war das letztes Jahr gewesen oder vorletztes Jahr? In den alten Gefilden halt so ein bisschen unterwegs gewesen? Ja, in den alten Gefilden waren wir da. Und sonst, also wir machen das im Bobrücher, im Löwen nach wie vor. Und wir waren jetzt eine Saison, hatten wir im alten Paparazzi gemacht. Genau, also im Gasthaus Zwilling, ne? Genau. Ja. Und es wurde super angenommen. Also. Ja, ich sag mal gut, die Zeiten haben sich ja auch geändert, ne? Von den Leuten, die früher gefeiert haben. Ich sag mal so, die sind ja auch alle unser Alter oder wenn nicht sogar noch 5 Jahre älter, vielleicht. Oder? Sehe ich das falsch? Ja, das Publikum ist recht gemischt. Es gibt viele, so, ich würde jetzt mal schätzen, 50 rum, aber auch junge Leute, die trotzdem gerne zum Fasching gehen. Die Jugend. Die Jugend, ja, Jugend, genau. So 20, 30. Ja, da gibt es natürlich schon böse Erinnerungen an früher, so, ne? Was dann noch so abging. Abstürze und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber eine geile Zeit. Das ist wohl wahr. Wie möchten die Zwiebel? Jo, das passt so. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Zuschauer, der das Zwiebelschneiden von A bis Z kennt, ne? Liebe Grüße an die Babette. Oder wie sagt man so schön, Grüße gehen raus, ne? Lol. So, jetzt so. Vorletzte Kartoffel, Endspurt. Bam, 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 bam. Jetzt hab ich dich erwischt. Hab ich dich erwischt. Ja, ist gemein. Furchtbar gemein. Und das ist jetzt so der Punkt, wo du am Anfang gefragt hast, gibt es so eine Situation, was man rausschneidet. Das wird wahrscheinlich jetzt hier nicht passieren, das kann ich dir jetzt schon garantieren. Ach Mann. Genau. Frischer Knoblauch. Und zwar, den einfach mal hier halbieren. Und dann siehst du so einzelne kleine Mini-Zähne. Du kannst aber auch eins machen, wir können den auch so verwenden, machen die äußeren Blätter ab. No, die hier. Den Strunk schneiden wir unten weg und dann schneidest du noch ebenfalls einen Streifen einfach. Gut, in der Zwischenzeit, ich habe hier noch ein bisschen Wasser aufgesetzt, da machen wir uns noch eine Salsa Verde, also eine grüne Soße fertig. Das heißt, ich nehme hier einfach mein Bergkernsalz und löse das in dem Wasser auf. Ruhig reichlich rein hier. Das Bergkernsalz ist das, was es bei dir im Shop gibt? Ja. Okay. Das ist das Bergkernsalz, genau, oder das Salz. Ne? Mhm. Ist im Prinzip ein Salz aus dem Salzburger Land und nicht filtriert. Also es ist wirklich noch voller Mineralstoffe, keine Rieselhilfe drin, neodiert, sondern wirklich nur das natürliche Bergkernsalz, direkt aus dem Stein gebrochen. Mhm. Ne? Und bis jetzt auch schon legendär. Ne? Gut, also Wasser aufsetzen, kurz das Salz drin auflösen und dann machen wir uns die Salsa Verde gleich im Anschluss fertig, nachdem wir das Karton
vollendet haben und ab in den Ofen schieben. Also Gratin, klar, die Kartoffeln erstmal noch salzen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was habt ihr für einen Käse, der dort auch noch eine Würzigkeit mitbringt. Deswegen Salz, Vorsicht. Ne? Nicht zu wenig, nicht zu viel. Jetzt kommt hier noch die Pfeffermischung hinzu. Robert, kannst du es noch auswendig? Tilly Jerry, Kuhbeben und Longus. Genau, Longus, Longus. Ein bisschen Muskat kommt dazu. Also ein bisschen Muskat gehört zu einer Kartoffel essentiell dazu. Dort ein bisschen vorsichtig sein trotz alledem. Muskatnuss, eine ganze, wäre hier in dem Sinne tödlich. Das heißt, passt ein bisschen auf bei der Dosierung. Genau, Claudi, Cayenne Schote. Magst du es scharf? Nein. Nicht zu scharf. Dann machen wir ganz einfach mal zwei Ringe bloß rein. Mhm. Am besten von vorne von der Spitze, weil hinten am Strunk wird es immer am schärfsten. Oder du gibst den Ritzo mal die Spitze. Mhm. Mhm. Noch mehr bitte. Willst du noch mehr kosten oder soll ich? Mhm. Weil erst wenn wir zu den Kernen kommen und zu dem weißen Häutchen, was da drin ist, mhm, dort ist das Capsaicin enthalten, was eine Chilischote schärft. Probieren wir mal weiter. Hm. Paprika. Echt? Mhm. Okay. Schneid dort mal oder halbiert ihn mal. So? Nee. So. Ja. Und jetzt schneidest du mal dort mal ein Scheibchen ab. Von denen, wo die Kerne sind, genau. Soll ich das mal probieren? Ja. Also davon zwei Scheiben, zwei dünne. Genau, das sollte reichen. Gut, jetzt machen wir mal hier beim Gratin weiter. Nehmen wir uns ein bisschen Rosmarin. Ziehen wir uns hier vom Stiel. Hacken uns den klein. Genau. Ein bisschen Rosmarin, dann ein bisschen Knoblauch, oder? Ja. Äußere Blätter nehmen wir weg. So, jetzt nehmen wir uns hier eine Schüssel daher. Sahne dazu, genau. Danke, Claudi. Sahne dazu. Naja, da geht noch ein bisschen Schluck so. Dann machen wir uns mal hier noch ein Ei rein. Ei rein. Hier gebe ich auch gerne noch ein bisschen Salz dazu auf jeden Fall. Nicht erschrecken bei dem Bergkernsalz, ne, was ich hier für Mengen an Bergkernsalz verwende. Mhm. Das hat nicht so einen starken Salzgeschmack wie ein herkömmliches Salz. Also das ist eher milder im Geschmack, aber dafür halt mineralischer. So, jetzt schnappen wir uns hier einen schönen österreichischen, mal kein Schweiz, sondern einen österreichischen Bergkäse. Das heißt, verwendet bei eurem Gratin immer einen schönen, würzigen Käse. Der bringt natürlich auch noch wunderbar Geschmack mit ein. Ne? Okay. Gratin hast du da bestimmt schon mal gemacht, Claudi, oder? Ja, macht sie. Was kochst du sonst so? Was ist so dein, oder was ist das Lieblingsgericht deiner Männer erstmal? Du hast ja im Haushalt sind? Drei Männer. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Der Mann? Mein Mann isst gern
Hühnerfrikassee. Oh ja, sehr lecker. Hat man auch schon mal gekocht? Mal, nee, hat man noch nie. Lammbraten. Mm. Oder mal ein schönes Rinderfilet. Oh ja. Oder sehr viel Hühnchen. Frisches. Macht Sinn, ne? Hühnchen. Ihr habt ja Hühner. Ja, genau. Schlachtet, die schlachtet ihr auch, oder? Ja, aber nicht mehr, wir sind nur noch 10, also wir okay. sind dann nicht eher mehr so die viel. Eierproduktion. Eher für die Eierproduktion ist das dann eher. Aber wenn ich ein richtiges Hühnchen Hühnerfrikassee mache, dann kann ich die Hühner, die eher ungeeignet dafür. Okay. So, also ich habe jetzt hier Sahne, ich habe jetzt hier Salz, ich habe ein Ei und etwas von dem Bergkäse dran. Na, ihr seht, es gibt eine schöne Bindung hier drin, ne? So, und jetzt geht's. Die könnte mal ein bisschen Öl vertragen, oder? So, jetzt geben wir hier schön die Masse über unser Gratin drüber. Spinat mit Nudeln wird bei uns auch oft gegessen. Spinat mit Nudeln? Ja. Was für Nudeln? Das ist also relativ. Spaghetti oder Rigatoni oder? Macaroni. 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 So, das sieht ja schon mal so ganz gut aus, oder? Mhm. Schmeckt das auch? Ja. Also ab damit. Ab in den Ofen. In den Ofen. Ich habe jetzt hier einen Kombi-Ofen, also es heißt Backofen und Wohlsein. Danke. Und Feuchtigkeit im Prinzip in einem Gerät. Ihr könnt das natürlich auch wunderbar im Backofen machen, das bekommt ihr ja dann in der Rezeptur. Wir fangen jetzt mal hier mit 140 Grad an. Mit einer Feuchte von 30, egal, passt. Und Zeit 30 Minuten. Und die letzten Minuten, die letzten 10 Minuten geben wir nochmal Volldampf, ne? Mhm. Jawohl, läuft. Sofort starten. Passt. Gut, Claudi. Jetzt können wir ja anfangen, im Prinzip dein Gemüse. Das ist ja so ein bisschen tomatisiert, die ganze Nummer. Ne? Ich habe hier noch ein bisschen ein paar geschälte Tomaten. Ein bisschen Tomatenmark mit dabei und dann fangen wir als erstes an, natürlich was anzuschwitzen. Also alles jetzt bloß in den Topf rein oder in die Pfanne rein, bringt nicht viele Punkte, sondern wir wollen ja so ein bisschen auch die Aromen des Gemüses so ein bisschen rausziehen aus der ganzen Sache. Also brauchen wir als erstes ein wunderbares Olivenöl. Beste. Alessio, Grüße gehen raus, ne? Ah. Sizilianisches Olivenöl, mhm. Erste Pressung, mega. Also wir fangen an im Prinzip als erstes hier, genau, Zwiebeln und Knoblauch mit anzuschwitzen. Du brauchst wahrscheinlich erstmal noch ein schönes Rührgerät, oder? Bringe ich dir. Und ich werde in der Zwischenzeit mal den Lammrücken bei 80 Grad auf dem Gitterrost ganz entspannt in den Ofen schieben. Ne? Ihr seht auf jeden Fall, bevor wir das Fleisch verarbeiten, das steht hier schon bei Zimmertemperatur. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, in Konradsdorf herrscht eine andere Zimmertemperatur als wie bei euch zu Hause in der Küche vielleicht. Deswegen muss man der Claudi erstmal vor uns einen schönen Pfefferminztee kochen. Ne? Das Ganze mache ich auch ungewürzt, also weder Salz noch Pfeffer. Das machen wir wirklich erst dann nach dem Braten. Schieben das erstmal wirklich hier nur auf dieses Gitterrost ganz natura rein. Hepp. Genau. Als nächstes Paprika und da kannst du auch schon die zwei Chili-Scheiben da mit reingeben. Mhm. Genau. Robert, du bist ein Schatz. Also, Robert,
Hier, Leute, schaut euch das an. Küchenrolle leer und der Robert weiß sofort. Na, wir verstehen uns blind. Der hat meine Fragenblicke gesehen, wie ich eigentlich schon Gedanken wieder auf dem Weg da drüben war. Nein, der Robert hat mir den Weg erspart. Robert, du bist und bleibst ein Sonnenschein. Ne? Genau, also Salsa Verde haben wir noch auf der Agenda. Kann als nächstes schon, Fenchel? Genau, Fenchel rein. Und jetzt kannst du hier, wenn was drin ist, kann man ruhig ein bisschen Bums geben. Ne? Und würzen tun wir dann ganz einfach nur mit Salz und Pfeffer. Mhm. Wenn ihr euch da nicht so sicher seid und noch ein bisschen mehr Bums drin haben möchtet, kann ich euch natürlich noch eins mit auf den Weg geben. Schaut mal im Shop nach. Und zwar gibt es das mediterrane, die mediterrane Gewürzmischung vom Adi, vom Adrien. Die wäre natürlich auch prädestiniert für so ein Gericht. Ja? Genau, bevor wir den, oder die Zucchini zugeben, jetzt? Würde ich als erstes dann das Tomatenmark dann zugeben. Löffel hast du hier. Warte mal ein bisschen, dass wir erstmal ein bisschen Röstaromen schaffen. Und du kannst dich auch, wenn du möchtest, Claudi. Hab ich gerade nicht getraut, ja. Okay. Na, weil hier bietet es sich jetzt an. Bei einem Wok, der hat einen hohen Rand. Mhm. Kannst du dich ja mal dran probieren. Ja, wunderbar. Läuft. Salsa sind wir stehen geblieben, ne? Und zwar brauchen wir dazu Petersilie, Zitrone, ich nehme noch ein bisschen Chili, Zitrone, den restlichen Knoblauch, dann habe ich mir hier ein Glas vorbereitet, was wir hier dafür nehmen können. Und zwar als erstes schneiden wir uns den Knoblauch hier schön fein. Nehmen die Chili dazu. Genau, Claudi, ich denke, Tomatenmark, Feuer frei. Wenn du ein bisschen Flüssigkeit gebrauchen solltest, ne? Ich habe hier noch einen Schluck Weißwein da. Mal einfach ein bisschen mit Weißwein ablöschen. Ne? Mhm. Warte noch ein bisschen, genau. Jetzt ein bisschen anrösten lassen. Mhm. Jetzt. Robert, Profi. Erst wenn es anfängt zu knistern halt, ne? Merkst du das? Hörst du das? Ja. Dann lechzt es nach Flüssigkeit. Da kannst du dich mit der Weißweinflasche bewaffnen und gibst mal so einen kleinen Schluck dazu, weil der bringt natürlich auch die gewisse Säure jetzt mit ein. Noch ein bisschen. Wunderbar. Genau, jetzt gehen wir die Temperatur etwas runter. Und dann kannst du schon die Zucchini zugeben. Und dann gebe ich dir hier mal Pfeffer. Und Salz dazu. Und ich mache mal hier weiter. Petersilie. Hacken wir uns hier schön klein. So, Claudi, was hast du noch? Was können wir noch beschnacken? Weiße Hose, Rotweinflecken, das war Claudi. Also das wird immer wahrscheinlich so das ganze Leben. Komischerweise ziehe ich immer noch sehr gerne weiße Hosen an. Und ich schaffe es auch immer wieder, die innerhalb kurzer Zeit zu beschmutzen. Okay. Und durch, immer, nicht nur durch Rotwein. Genau, es knistert. Wir machen erstmal hier den Tomatensugo noch dazu. Hast du schon gewürzt jetzt eigentlich? Oh nee, hab schon nicht. Gib mal Salz und Pfeffer dazu. Ich denke mal, vom Salz kannst du ruhig so
drei gute Schaufeln da reingeben. Das sieht doch professionell aus. Das hättest du noch nie was anderes gemacht. Genau, jetzt noch Pfeffer. Auch so viel? Nee. Da reicht die Hälfte davon ungefähr. Ja. Genau. Nochmal durchschwenken und dann geben wir den Tomatensugo dazu, also die passierten Tomaten. Und ich werde mal hier die Salsa Verde vollenden. Jetzt haben wir hier unser Salzwasser, das ist jetzt etwas abgekühlt, ne, bei der Zimmertemperatur in Konradsdorf, ne, geht das ziemlich schnell. Geben jetzt hier das Wasser dazu. Kann ich alles davon rein? Alles rein, genau. Und zu guter Letzt oben auf noch das gute sizilianische Olivenöl. Und natürlich noch einen kleinen Spritzer Zitronensaft. So, schnappen wir uns einen Löffel und rühren die ganze Sache hier mal durch und lassen das mal ziehen. Das ist auch super im Endeffekt für die Grillsaison, für ein gutes Stück Fleisch, einfach mal so eine schöne Salsa Verde euch fertig zu machen. Hält auch wunderbar im Kühlschrank aus, sag mal so für, na, bis es alle ist. Ne? Das sollte eigentlich ziemlich schnell passieren in der Grillsaison. Genau. Gut, Claudi, Provence-Gemüse steht soweit, das lassen wir jetzt köcheln. So, dass es genau, dass es dann immer schön Biss und Knack hat. Aber wir müssen natürlich dann auch noch vorher probieren auf jeden Fall. Ne? Löffel für dich, Löffel für mich. Und wenn wir hier auf die 4 gehen, wie viel haben wir dort noch? 20 Minuten. Sieht auf jeden Fall schon mal geil bunt aus, oder? Sagst du? Mhm. Schön, wenn dann so der Pfeffer dann so von hinten nochmal kommt. Also so die, nicht die Schärfe, sondern der Geschmack des Pfeffers. Ja. Ich würde es jetzt einfach mal so 5 Minuten köcheln lassen. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Geschmacklich. Aber so sind wir schon auf einem richtig guten Weg. Perfekt. Na? Ja. Genau, also gucken wir mal hier flugs nach unserem Gratino. Naja, das braucht jetzt im Prinzip die gratinierende Phase. Das heißt das Überbacken. Mhm. Deswegen die 180. Und jetzt schnappen wir uns hier das Lamm. Können wir gleich in dem Atemzug die Teller bloß schon reinstellen, Claudi, dass die vorgewärmt sind? Genau, Klappe zu. Affe tot. Jetzt haben wir hier unser Lamm, was im Endeffekt schon vorgegart ist. Ne? Das heißt, es braucht jetzt nur noch Rösterum. Das heißt, wir haben es so weit gegart, das ist für unseren Garzustand, das heißt im Kern Medium. Ne? Ist ja kalt, Claudi? du kannst dich auch mal kurz vor den Ofen stellen, da wird es ein bisschen warm. Dass wir im Endeffekt nur außenrum eine Kruste schaffen wollen. Also Claudi, wie gesagt, hier unmittelbar vorher würzen, das heißt wir können unmittelbar vorher salzen. Ne? Mhm. Pfeffer machen wir wirklich zum Schluss, weil wenn der Pfeffer verbrennt, entwickelt er Bitterstoffe und dann kannst du das Fleisch eigentlich, ne? Und das wollen wir dem Fleisch ja nicht antun. Es gibt sogar Leute, die noch ein bisschen Zucker, braunen Zucker noch ein bisschen drüber geben, damit das Fleisch noch ein bisschen karamellisieren kann, weil das hebt natürlich auch nochmal den Eigengeschmack. So als kleinen Tipp am Rande. Gut, Claudi? Ja. Ich würde dir das Fleischbraten übergeben. Oh. Und ich gucke einfach zu und du kannst es natürlich auch mit deinem
Filet mit deinem Roastbeef, mit deinem Entrecote zu Hause, wenn du das machst, genauso machen. Also erstmal hier eine halbe Stunde bei 80 Grad in den Ofen rein. Okay. Je nach Stärke kommt halt drauf an. Wenn es natürlich so ein Riesending ist, dann kannst du es auch länger drinnen lassen. Aber hier so die Stärke, 20 Minuten, 30 Minuten ist vollkommen ausreichend. Nochmal ganz kurz hier Zusammenfassung. Der Robert war nämlich vor uns nicht dabei. Wenn er sich das dann anguckt beim Schneiden, hier nochmal die Erklärung dazu für unsere Salsa Verde. Einfach das Wasser mit dem Bergkernsalz mal aufkochen, abkühlen. Dann habe ich hier gehackte Petersilie, frischen Knoblauch, Cayenne-Chili-Schote, Olivenöl mit dabei und einen Spritzer Zitronensaft und etwas Zitronenabrieb oder Zitronenschale klein geschnitten. Na, also hier Salsa Verde, alla Rizzo, che gusto. Gut, Claudi, jetzt kannst du. Stell dir das mal hier so weiter rüber. Also Olivenöl, das machst du einfach drauf träufeln, verreibe das. Verreibe das ein verreibe bisschen. Das und mach dann Salz und Pfeffer. Und machst nur erstmal Salz drauf. Nur dann Salz. Braten wir das auf der Seite und dann pinselst du das von der anderen Seite ein. Na, ich kann dir auch einen Pinsel bringen, wenn du das möchtest. Aber ich denke, Kochen ist ein Handwerk, dann machen wir das mit den Händen. Womit? Mit den Händen. Handwerk, Hand. Die Waffe. Mit dem Hand? Mit den Händen. Mit den Händen. Sächsisch mit den Händen. Oder mit machst, den mal mit den, machst du mal mit den Pfoten. Deine Glübschpfoten. Mach doch mal ein paar Eier. So? Sehr gut. Kannst du ja zwischendurch. Na, also mit Olivenöl geht das natürlich auch wunderbar. Ist gut für die Haut. Aber ja. Rapsöl weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, das ist ein regionales, dass das auch vielleicht das unserer Haut gut tut. Das ist nicht herkommen, das ist aus Bobritsch kommen, das ist aus Ölmehl. Ist doch nicht wahr, oder? Hast du das mitgebracht heute? Nein. Zaghaft oder eher nie? Ja, so ist gut. Salz muss immer fliegen. Ein bisschen, hä? Träumchen. Und jetzt ist halt der Punkt, wenn du das gesalzen hast, müssen wir es auch unmittelbar gleich auf der Seite halt drauflegen. Ne? Die ich wichtig. Gesalzen habe, ne? Genau. Weil Salz so? Zieht natürlich Wasser. Ne, machst du mal der Länge noch? Jawohl. Ja. Träumchen, Claudi. So, und du siehst halt, trotz alledem, dass wir nicht volle Rakete sind. Ne? Wir sind auf Stufe 7, dass es wunderbar brennt. Brennt. Wunderbar grillt. Das kannst du so querlegen, na klar. Ich krieg gerade hier die Anweisung von der Regie. Ich sollte mal rühren. Ah, der Robert ist nämlich ein Fuchs. Der Robert. Genau, jetzt musst du es dort einreiben und dort auch salzen. Der Robert probiert sich natürlich auch das ein oder andere Mal schon zu Hause hier an manchen Gerichten. Hat auch letztens mit dem Mirko kommuniziert, zwecks seiner Lasagne. Robert hat nämlich ein Date gehabt. Und vielleicht machen wir mal demnächst irgendwann mal in Folge 893 Robert kocht mit Katja. Mal gucken vielleicht, wo die Reise hingeht, oder? Also ich wünsche euch alles Gute, ihr Lieben. Und Robert, du kannst jederzeit anrufen, wenn du Fragen hast, ruf einfach an, damit du natürlich auch zu Hause auftrumpfen kannst beim Kochen. Mein Guter. Claudi, du machst das sensationell. Was denkst du, wie lange? Von jeder Seite? Drei Stunden? Minuten. 3 Minuten? Könnte passen. Bei dem einen Stück, das ist halt ein bisschen dünner. Ein bisschen da kannst du vielleicht ein bisschen kürzer wählen, aber die anderen, das sollte so passen. Wollen wir vielleicht zwischendurch nochmal hier unser Provence-Gemüse probieren. Mhm. Bombe, oder? Ja. Lassen wir so? Alle Fälle. Das Einzige, was wir noch machen? Oh ja. Rosmarin. Kurz angewalkt. Ein bisschen andrehen. Reinplumpsen lassen und jetzt
schönes Olivenöl nochmal drüber. Und es wird ein Genuss. So, ich denke, du kannst wenden. Gut, Claudia, dann kannst du das Lamm hier rüber transferieren. Auf Grill. Hier drauf wieder, genau. Und hier würzen wir dann mit dem Pfeffer. Genau, schön von beiden Seiten. Gut, wollen wir mal eins anschneiden? Wir schneiden mal eins an. Und genau, nimm das am besten. Magst du? Zeig mir es mal, wie es richtig geht. Ja, das länger sollte es Uni. Du kannst hier Tippeltabeltor, wenn du magst, zumindest erstmal das eine aufschneiden. Weil das nehmen wir zum Anrichten. Brauchst du ein anderes Bild, oder? Ja, das länger sollte es auch nicht, ist halt so das Thema, das sieht die halt nie. Weil wir immer in die Längsrichtung sind, das können wir dann nochmal aufnehmen. Länger sollte es halt wirklich nicht garen, also im Kern halt wirklich noch schön zart rosa. Ne? So, gut. Das lassen wir jetzt dort liegen. Das schiebe ich jetzt hier nochmal in den Ofen. Und wir schnappen uns einen Teller zum Anrichten. Genau, machst mit einem kleinen Löffel hier so immer so kleine Pünktchen halt da, ne? Vier? In der Ecke? Fünf, bitte. Genau. Sehr gut. So, ich komme mal hier mit dem Lamm. Setzen wir hier einfach mal schön auf die Mitte, in die Mitte aufs Karton, so ein bisschen. So. Dann schnappen wir uns die. Hier machen wir uns ein schönes Bouquet fertig. Und zwar kannst du schön so im Großen noch zusammen. Petersilie irgendwo? Nee, ach, warte. Nee, die ist alle. Machen wir hier. Das machen wir auch nie aufs Fleisch drauf. Und das kannst du jetzt hier schön so aufs Lamm. Und das auch so aufs Lamm. So, Lieben, unser Gericht. Für euch da draußen, Lammrücken, Kartoffelgratin, schönes Provence-Gemüse und eine Salsa Verde. Nachkochen? Auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich mit den Kohlen, ne? Was mit den Kohlen ist, genau. Dann ruft einfach die Claudia an. Die Claudia ist natürlich auch für euch da, keine Frage. Ansonsten nachkochen, kommentiert sehr gerne und immer schön Rizzo bleiben, das ist wichtig und essentiell. Also ihr Lieben, bleibt schön gesund, bis bald und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Claudi? Danke. Ciao, bis bald. Bis bald.